Willkommen beim zweiten Teil von The Curious Expedition. Dann schauen wir doch mal, was uns das Spiel so bringt. Das Tutorial war ja relativ ereignislos. Yeah, guck, da kommen wir. Jetzt können wir wählen. Choose your character. Also, wir haben Charles Darwin. Der war der Säufer. Habt das gesehen? Das war derselbe Typ wie eben. Der ist aber Zucker mit dem Blümchen am Hut. English Naturalist and Naturalist. Genau. Genau. English for Runaways, Englisch für Fortgelaufene. English Naturalist and Geologist, best known for his contribution to evolutionary theory. Boah, das ist ja auch cool. Also, er ist natürlich, wir kennen Charles Darwin, der die Evolutionstheorie sich nicht ausgedacht hat, natürlich, sondern theoretisiert hat. Wie sagt man denn? Naja, er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie das alles passiert ist. Ja, und der liebt Butterflies. Und immer wenn wir ein Butterfly kriegen, dann kriegen wir Sanity zurück. Dann haben wir Marie Curie. Conducted pioneering research on radioactivity and first woman to win a Nobel Prize. Das ist ja cool. Also das ist cool. Also Marie Curie, für alle, die sie nicht kennen, eigentlich eine Polin, die dann aber den Franzosen Pierre Curie, Curie geheiratet hat und mit ihm zusammen Forschung gemacht hat. Ihr Aufzeichnungsbuch, ihr Handbuch ist noch immer so ist immer noch so radioaktiv, dass wenn ihr es euch ausleihen wollt im Museum, ihr unterschreiben müsst, dass ihr das wisst und dass ihr euch der Gefahr bewusst seid. Ja, die können wir nehmen und dann haben wir noch Richard Francis Burton. Heroic Adventurer with excellent knowledge of language and culture. Richard Burton? Richard Francis Burton? Also ich muss sagen, ich kenne viele, aber der entzieht sich jetzt meiner Kenntnis komplett. Ich blende euch gleich ein, was er gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall, genau, Heroic Adventure, genau, und er ist Polyglott. Allows to rest in native villages and improves communication with indigenous people. Also, die Kommunikation mit Eingeborenen ist bei dem wohl, hervorragend. Achso, und Marie Curie, die ist Polymath, die kann wohl besonders gut in Mathematik, deshalb dürfen wir uns bei ihr 5 Fähigkeiten aussuchen anstatt 3. Keine Ahnung, was die machen. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Charles, der hat mir gut gefallen. Welcome back to the Explorers Club, old friend. Have you heard that we are building a statue to honor the explorations of our most famous member? Word is that you have a good chance of seeing your likeness on that statue, however I'm afraid to tell you that you are not the only candidate. Also so kommt's überhaupt dazu. Dieser Club möchte eine Statue bauen und sie suchen den Most Famous Adventurer. Und wir haben jetzt 6 Rivalen. Amelia Earhart, Mary Kingsley, Aleister Crowley. Sehr geil. Und Diane Fortune. Gegen die wir jetzt explorieren müssen. Also heute ist wirklich totally crazy. So, wir müssen jetzt eine Destination aussuchen. Am besten gehen wir, ja, ihr seht, Crowley geht hier nach Asien, Indien, so wie es aussieht. Tiki-Taka Grasslands, da geht die Amelia Earhart hin. Südamerika ist Kingsley. Und Fortune is exploring this region in Amerika, eher Kanada. Und wir gehen nach Afrika. Ja gut, machen wir. Start Expedition. After getting up very early, I stored my equipment on the ship. There were still some preparations necessary, so I sat on the pier and waited. A young man approached me with a request. He desired to have a message delivered to the chief of a village that we should surely stumble upon in our trek. Ja, das nehmen wir doch mal an. Also wir sollen eine Nachricht überbringen an einen Mann, der in einem Dorf lebt, an dem wir bestimmt vorbeikommen. He handed us a letter which I promised to deliver. At last the ship was prepared to leave the harbor. Set sail. Na dann, segeln wir mal los. It might be best to deliver the letter first. Luckily the man had marked the location of the village on our map. Cool. Ja, das machen wir doch mal gleich. Okay, also. Ich sehe schon, wir brauchen, um hier hinzukommen, einmal die Machete. Huch. Entschuldigt. Und wir haben nur 10 Macheten. Aber das, denke ich, wird schon gehen. Gehen wir mal hin. Travel.
wie sie sich hier durchschlagen. Hat das gesehen? Und wir haben ein Charles Wonder Master Butterfly gekriegt. Nice. We entered a native village of a warrior tribe. The natives observed us with caution. They were polite and offered us what they could. Upon our arrival, Azeda Azmi began to converse with the natives. She assured us that we were welcome to stay overnight. So, wir müssen aber den Brief abgeben. Ja, das war auch noch. We brought the letter to the village chief. The elderly man was a compulsive talker and told us about the best sights to see in the region, including a holy shrine, which he marked on our map. Das ist nett. Our time with the natives was a delight. They remained friendly and offered us more help. Dann rekrutieren wir doch noch ein paar Leute. Wir sehen auch, wir haben 3 Punkte dazu bekommen. Outstanding. We asked around to see if anyone was interested to join our cause. We found a villager who was eager to join our track. Ja cool, dann nehmen wir einen Warrior doch mal mit. Sehr geil. Agreed to help with mankind and offered us more help. Genau, das haben es jetzt 2 Punkte gekostet. Können wir mal gucken, was haben wir hier dabei? Ammo, das Butterfly-Net. Ja, ich habe nicht so viel, was ich eintauschen könnte, deshalb würde ich sagen, machen wir mal Leaf. Und da ist der Tempel und hier oben ist irgendwas anderes noch. Ja, was machen wir? So schwere Entscheidung und hier ist auch noch was. Huhu. Gehen wir erstmal in die Richtung. Ist echt süß gemacht, diese Animation. Oh, eine Stone Statue. Eine Steinstatue. Gehen wir uns mal angucken. We examine the strange overgrown rock. Also die ist wirklich sehr hübsch. Ich glaube aber, dass die Rock Statue noch ein Platzhalter ist. So hübsch wie die ist. The skillful crafted eyes seemed to stare at us. Its presence felt uncomfortable and we desired to move on. We saw some items by the statue. They must have been put up there by people from a nearby village, presumably in an attempt to appease the gods. Ja, also da liegen Sachen am Fuße dieser furchteinflößenden Statue und wir können uns die jetzt anschauen. Oder, ja. Ja, komm, wir gucken sie uns mal an. Was haben wir hier? Tome Page of Lake Creation, a page that was ripped from an ancient tome. It is written in unearthly alien letters, but for some reason you know you can read it. Ah, ich weiß nicht, ob ich klauen soll. Dann haben wir Coca Leaves. Comparable to salad with an interesting adrenalizing effect. Also sie sagen, Coca-Blätter sind vergleichbar mit einem Salat. Aber mit einem, anstachelnden Effekt. Das ist sehr interessant. Also makes a wonderful revitalizing tea, used to refill some sanity. Und dann haben wir noch die Hornflute. Das ist halt schon cool, wenn man die mitnimmt und... Ach komm, wir klauen. Ja. Ach komm, wir nehmen die Coca-Blätter auch mit, was soll's. Close. Ja, da haben wir ein bisschen was verloren, aber es ging noch. Ich hab mit wesentlich mehr gerechnet. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das hier noch an. Was ist das jetzt? Stone Overhang. Ja, mal explore. We arrive at Rock Overhang. It would serve as a basic shelter against the elements. Dann übernachten wir doch mal. I don't like this. We settled down, allowing everyone to rest. The men were in a good mood and seemed to enjoy themselves. Ah, jetzt über... Ach so, jetzt haben wir mehrere Tage. Und haben das... sind jetzt 4 Tage gewartet und haben unsere ganze Sanity wiederhergestellt. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal in die Höhle. Das hilft mich jetzt doch. Kann ich hier nicht hin? Kann hier nicht. Warum? Ach doch, Explorer Cave. Ich muss nur davor stehen. Bin so blind. We approached the cave. It seemed to lead deep into the mountain. We require a torch in order to venture into the depth. Und wir haben eine. Sehr schön. Explore the cave.
We lit a torch and descended into the darkness. To our surprise, we found a small underground lake. The water was clear as day, sustaining the crop of vegetation, primarily many colorful mushrooms. If we were to invest some time, we could surely be able to collect some of them. Ja, dann sammeln wir doch mal ein paar Pilze. Cool. Das ist cool. Also der blaue macht, dass ich weiter sehen kann, und der rote macht ist eine Heilungsgeschichte. Ja, nehmen wir beide mit. Das ist doch cool. Das ist geil. Nicht schlecht. So, also wir laufen mal hier rüber und gucken mal. Ich glaube... Oh, was ist das? Ist das ein Gorilla? Nee, da habe ich Angst vor. Wieso sagt er denn jetzt Attack? Wen soll ich denn attacken? Hier ist doch gar nicht. Oder doch? Hilfe! Ja, mein, die Healing Springs. Oh Gott. So, dann Explore Springs. We arrived at a place of outstanding natural beauty. The water tasted salty. Its healing capabilities were more than obvious. Ja, dann bleiben wir doch mal hier über Nacht. Also, eine heilende Quelle, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. We settled down, allowing everyone to rest. Tenu Sowatsu and I got to know each other a little this evening. His eyes lit up as I told him my plans for further expeditions. Resting 2 days, 3 days, 4 days. Was ist das? Mist lay heavy on the land as we woke the next morning. Achso, dann übernachten wir trotzdem nochmal. We settled down, allowing everyone to rest. Tonight we were not alone. The sound of beating drums echoed through the jungle as we stared into the flames of the campfire. Everyone was very quiet and listened to the drums as if they were trying to decipher the underlying code. Also die hören die Trommeln der Eingeborenen. Und ja, wir schlafen immer noch. Und nur, dass wir ganz gesund sind, weil das sieht für mich so aus. Leaf. Ist vielleicht das hier? 5 Macheten, so viel haben wir doch, haben wir noch. Puh. Was ist das? Mountain Face Sculpture. Nee, wir gehen hier hin. Auch auf die Gefahr hin, dass wir finden. Ja, wir haben sie gefunden. Ja, wir haben Entschuldigung. Wir haben einmal Butterflies gefunden, Schmetterlinge und die Pyramide. Dann würde ich sagen, erkunden wir die Pyramide. There was a golden pyramid enthroned above the landscape. We had survived. Ja, dann gehen wir mal rein. There was a golden pyramid. Ach so, haben wir ja schon. Tenu Sowatsu was very eager to hear my stories about modern society and agreed to come back with me. Das ist cool. Und wir haben Amelia Earhart unlocked. Das heißt, im nächsten Playthrough können wir Amelia spielen. Und hier kriegen wir jetzt noch Punkte verteilt. Und das sind die Tage, die wir... Ach so, und die werden davon abgezogen. Ja, das war knapp. Also, wir haben es geschafft. Und wir dürfen uns jetzt einen Perk aussuchen. Zu dem möglichen Set Waterproof. Wir können die Bewegungskosten auf Wasser minimieren. Bullet Hoarder. Wir haben anscheinend mehr Schüsse, weil wir dann überhaupt eine Waffe dabei haben. Und Good Reputation. Dann haben wir bei den Eingeborenen einen besseren Stand am Anfang der Expedition. Ich glaube, das wähle ich auch. Das hört sich gut an. So, dann gucken wir doch mal, was die anderen mitgebracht haben. Aber ich bin da relativ gar nichts, wie ihr seht. Ich habe 23 Punkte, die anderen haben 105, 117, 120 und 124. Achso, aber ich kann auch Kram verkaufen. Ich verkaufe das mal, glaube ich. Achso, ich kann es auch giften. Ja, giften wir das. Ah, und damit steigen wir auch nochmal unseren Fame.
am Museum. Seht ihr, ich bin relativ nah rangekommen. Jetzt habe ich 83 Punkte und nicht mehr nur 23. An dieser Stelle, danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert mich, kommentiert und schaut wieder rein bei der nächsten Folge Curious Expedition. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt bald eine neue bringe, aber es kommt auf jeden Fall was Interessantes bei mir auf dem Kanal. Bis demnächst. Tschüss.